Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu den 11. Part von Super Mario Galaxy 2. Erstmal Entschuldigung, dass es ein bisschen gedauert hat, jetzt von Galaxy 2 her. Aber auf jeden Fall willkommen zu diesem Part. Erstmal öffnen wir den Brief und ich glaube, ich weiß schon, was es sein könnte. Eine Menge an One-Ups. Glaube ich. Oh, habe ich mich geirrt. Habe ich mich vollkommen geirrt. Aber beim letzten Mal haben wir auf jeden Fall eine Kometenjagd gemacht. Und es ist Zeit, dass wir mit der Story allgemein weitermachen. Ich würde sagen, wir machen nur noch diesen Kometenstern. Also den Schabernack-Kometen. Und danach gehen wir somit weiter zur Welt rein. Und machen allgemein die Story weiter. Ich möchte auch über ein paar Themen sprechen. Kometenalarm. Kometenalarm. Ballon hoch mit dir, Turbo Yoshi. Oh mein Gott. Oh, ich muss doch wieder cheaten. Wir sind noch Part 5? Ja, Part 5. Da habe ich doch gecheatet. Ich mache einfach den allgemeinen Weg. Sag dich doch, dass man nämlich cheaten kann. Ich sag mal so, ein paar Themen möchte ich ja euch darüber sprechen und zum einen möchte ich gleich auch anfangen. Ein Thema sieht man nämlich jetzt vielleicht rechts von mir. Nämlich, ist es das Bild, das man da sieht von Kuroko und Kagami. Ihr kennt die vielleicht oder auch nicht. Es sind nämlich zwei... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Also die zwei, wenn man die sehen sollte, sonst zeige ich sie irgendwie anders. Die sind nämlich von meiner Lieblingsanime-Serie zwei Hauptcharaktere. Und ich habe mir extra davon ein Display gekauft. Also das ist sozusagen... What the fuck? Na gut, One-Up gehe ich gerne nach oben. Also Display ist sozusagen, also falls ihr es nicht kennen sollte, ein metallisches Bild davon. Könnt ihr von verschiedenen Anime-Serien oder so suchen. Und ich möchte da nicht darauf auf Animes hinaufgehen. Weil es mich einfach manchmal wütend macht. Ich sag mal zum Beispiel bei dem Mario Kart Stream Highlight Video, das ich gemacht habe, haben die meisten so gemeint, auch Last Gaming, ich mein's jetzt nicht böse, aber so, das macht mich trotzdem ein bisschen wütend, dass ich JoJo's Bizarre Adventure zum Beispiel ansehen sollte und nicht sterben sollte. Scheiße. Also ich soll halt JoJo's Bizarre Adventure ansehen, also ich hoffe, ich habe richtig ausgesprochen. Oder Dragon Ball soll ich angesehen haben, aber nein, ich muss es nicht sehen, weil das wäre ja fast schon, als müsste man sagen, ja, du musst schon Barbie gesehen haben. Nein, das ist eben nicht der Fall. Weil ich darf mir ansehen, was ich will und JoJo's Bizarre Adventure will ich mir gerade nicht ansehen. Eines Tages kann ich mir vorstellen, das ansehen zu wollen. Aber ich schaue es mir gerade null an und habe auch gerade null Lust dazu. Zum Beispiel, einige haben gesagt, Death Note ist was Gutes. Habe ich mir dann auch angesehen. Und dann, ja, habe ich halt bemerkt, es ist eine gute Anime-Serie, Death Note. Ich bin auch ein Fan davon. Aber trotzdem muss man mir nicht sagen, was ich ansehen will. Also bitte, ich bitte halt um Verständnis darum, dass halt, ihr akzeptiert von Animes her, also falls ihr Animes schaut, ich kenne ja einige, die Animes schauen, AMG, Last Gaming, auch noch einige mehr, akzeptiert, was ich ansehe. Es geht nicht nur für Animes, sondern auch allgemein, also theoretisch zu Serien und Filmen. Nicht jeder hat, ups, okay, nicht jeder hat denselben Geschmack und dann müsst ihr es halt akzeptieren. Man muss nicht was gesehen haben, weil... Okay, einige haben zu mir gesagt, darunter meine Schwester, als auch ein Freund von mir, dass ich nämlich Kuroko no Basket sehen sollte, weil es halt zu mir passt. Und das stimmt auch. Ich hätte es echt von Anfang an sehen müssen. Ich habe es bisher, glaube ich, nur zwei, dreimal durch. Ich habe auch vor, es demnächst nochmal anzusehen, weil es mir halt so stark gefällt. Aber erstmal schauen wir, ob wir hier cheaten können. Nee, diesmal machen wir es richtig. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ah, schade. Okay, egal. Auf jeden Fall müsst ihr es dann akzeptieren. Und Kuroko ist mein
absoluter Favorite Anime. Und da könnt ihr nichts dagegen sagen. Death Note ist besser, Dragon Ball ist besser, Attack on Titan ist besser. Nein, meiner bleibt Kuroko. Darum auch der Basketball da drüben. Eigentlich sind es sogar gleich zwei. Einen Straßenball, also Streetball, und einmal für die Halle. So, währenddessen haben wir diesen Schabernack-Kometen eingesammelt. Die Galaxie ist zum Teil komplett. Oh, gut. Es gibt keine Schabernack-Kometen. Da bin ich auch zum Teil froh darüber. Da können wir direkt nämlich zu Welt 3 gehen. Also, ich bin auf jeden Fall... Ja, das können wir nicht schon mal machen, aber wir müssen noch einige Welten, na, Galaxien weiterhin besuchen. Und ich kann mal so sagen... Ja... Also auf Galaxy 2 freue ich mich natürlich immer noch. Auch wenn ich jetzt gerade Ferien habe. Kann ich halt nur sagen, mit YouTube bin ich gerade nicht wirklich zufrieden. Ich kann auch gleich erklären, warum. Es ist halt eine lange Geschichte, also schaut euch diesen Part einfach entspannt an, okay? Chillt eine Runde und so weiter. Gut, kann ich mal jetzt anfangen zu erzählen. Also ich, zum einen bin ich zum Beispiel froh, dass einige Menschen sehr viele Abonnenten erwischt haben. Darunter Last Gaming. Ich bin auch stolz auf sie. Aber das betrifft jetzt halt auch zum Teil mich. Ich bin zwar froh, dass wir 100 Abonnenten erreicht haben. 2 Jahre YouTube. Yay. Aber trotzdem bin ich nicht so 100% darüber glücklich. Genauso gerade wie die Stachis, die in meinem Weg sind. Aber dieses... Jetzt ganz ehrlich, Super Galaxy 2, das habe ich damals wütend gemacht. Aber ich komme da viel besser klar. Es sei denn, ich sterbe nachher. Vor allem, wie ich gestorben bin. Scheiße. Okay, zweiter Versuch. WTF? Nein, nein! Okay. Naja. Ich sag mal so, weil ich habe auch mit einigen darüber gesprochen. Also ich meine halt, sie so gefragt. Und zwar folgendes. Findet ihr, ich bin underrated? Und da haben die, also einige mit Ja beantwortet. Also eigentlich eher die meisten, würde ich so sagen. Also die halt in Discord drin waren. Ich weiß nicht, wer alles so genau drin war, bis auf Last Gaming. Ich weiß es sonst gar nicht. Aber da muss ich auch ehrlich überlegen, bin ich schon. Ich hätte zwar jetzt nicht Millionen oder so verdient. Ich hätte aber... Ich weiß, es klingt jetzt so irgendwie selbstverliebt und so. Aber es ist halt nur so... Es ist nur dieser scheiß Wickler! Ich sag mal so, natürlich könnte man ein bisschen mehr machen, aber ich glaube, trotzdem will ich es mir sagen, ich brauche Geduld. Ich bin aber sehr ungeduldig, also warte ich ab. Natürlich kenne ich immer noch einen Teil meiner Vergangenheit, als ich noch früher mit YouTube angefangen habe, als ich geschummelt habe. Also Abos gefaked. Das hat nämlich auch den zweiten Kanal betroffen, also den damaligen zweiten Kanal. Nicht Talk with ATNL, sondern der ATNator 9001. Und ich bin halt nicht stolz darauf. Aber hier, ich habe hier nicht geschummelt auf diesem Kanal. Hier, wo das Video ist, auf diesem Kanal. Ich habe nicht geschummelt. Ich schwöre es. Ich habe hier ganz normal Videos hochgeladen, gehofft, dass der eine oder andere mich abonniert, meine Videos anschaut. Und ja. Und dass dieser Wickler mich überrannt. Überrennt meine ich. Entsprechend bin ich zurzeit richtig scheiße. Weil die Deutschlehrer mir nichts beibringen können. Ist halt so. Oh nein, nicht nochmal. Nicht nochmal! Oh mein Gott! Ja! Ja! Ich glaube, den muss ich ansprechen, oder?
Ach, den muss ich ansprechen, okay. Aber ja, endlich der zweite Versuch? Nein, der dritte! Alle guten Dinge sind drei! Also ich hoffe, dass es der dritte war. Ich hab's vollkommen vergessen. Ich hab schlechtes Kurzzeitgedächtnis. Stern erhalten! Yay! Ich hoffe, ich bin auch nah genug am Mikrofon. Sonst tue ich ein bisschen höher. So, ich glaube, es müsste passen. So, dann machen wir weiter. Ich wette, jetzt kommt ein Schaber in der Community. Nein, kommt nicht. Sehr gut. Aber einer der Holzklötze ist bei uns am Start. Nehme ich den hier. Den nennen wir jetzt Klotzi. Na gut. Machen wir gleich weiter. Also, diesen Planeten haben wir zum Teil fertig. Aber ich weiß, was schlimmer gibt. Nämlich lila Münzen. Die werden auf jeden Fall auf dieser Galaxie geben. Ich glaube, ich habe vorhin Planeten gesagt. Ich weiß es nicht mehr. Das machen wir nachher. Wie viel müssen wir hier geben? 1000. Ja, passt doch. Passt doch. Nicht wundern, dass ich mich so bewege. Am besten dieses Bein hier. Weil... Also das rechte Bein bei mir. Mein Zeh hat aktuell richtig starke Schmerzen. Also mein großer. Und ich weiß nicht warum. Ich muss sowieso irgendwann damit zum Arzt. Na gut, egal. Sprechen wir über das Game oder ein bestimmtes Thema, keine Ahnung. Ihr könnt ja sonst Themen in die Kommentare schreiben oder so. Ist vollkommen egal. Ich überlege mal ein paar Themen raus. Was ich mal auf dem Herzen habe, in meinen Gedanken oder gern darüber sprechen möchte. Mal sehen. Ja, gerade mit YouTube haben wir darüber gesprochen. Anime-Serien, also Serien selbst. Ich kann mal zum Schulstatus sagen. Jetzt ist ja gerade ein Lockdown in München. Der Söder macht die Regeln gerade strenger. Also zur Politik möchte ich nicht viel darüber sprechen. Vor allem, wenn jetzt Leute mich fragen zum Thema türkische Politik. Ich sag mal so, ich gebe erstens nichts raus. Und zweitens interessiere ich mich nicht so krass für die türkische Politik, es sei denn, meine Familie ist stark davon betroffen. Und das möchte ich halt versuchen zu verhindern. Na gut. Auf jeden Fall möchte ich halt so sagen, dass München gerade vollkommen am Arsch sind. Und ich kann mich schon mal bei der ganzen Bevölkerung dafür bedanken, dass meine Basketball-Saison wahrscheinlich nicht stattfindet. Dankeschön, ihr Vollpfosten. Dass ihr mal nicht an die anderen denkt. Nur an euch selbst? Vielen Dank. Es ist mein letztes Jugendjahr. Ich bin sonst in der Herrenmannschaft. Und die versauen es mir einfach direkt. Ja, dankeschön. Also München hat ja eine tolle Bevölkerung. Und dieser Scheißbuhu hätte mich fast einmal getroffen, ey. Wow. Nein! Oh, oh, nein! Oh mein Gott! 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 Verschwindet! Verschwindet! Oh mein Gott! Wie riskant war das denn jetzt? Nein! 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 Okay. Okay. Checkpoint. Oh. Wow. Das war sehr knapp. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Da hinten ist der Stern. Den müssen wir jetzt holen. Und ich hoffe, wir schaffen das echt first try. Ist ja ziemlich geil. Oh mein Gott. Yes! Warte. Ich wusste es. Wir sind noch nicht fertig. Ich wusste es. Warten. So, wir machen. Scheiße. Okay, wir machen noch ein bisschen. Dann war es, glaube ich, schon mit dem Part. Vor allem, ich werde auch versuchen, so schnell wie möglich Super Mario Galaxy zu beenden. Nicht, weil ich das Spiel einfach schnell fertig haben will, sondern weil ich bei New Super Mario. Noch ein Schabernack. Ich wusste es! Oh mein Gott! Es kommt auch direkt heute! Also, direkt in diesem Part, meine ich. Also, ich möchte es halt nicht so schnell beenden, weil es mir irgendwie nicht gefällt. Sonst hätte ich es ja eigentlich nicht ausgesucht, wenn es mir nicht so gefallen würde. Sondern,
ich sag mal so, zum New Super Mario Bros. U Deluxe haben wir ein Jahr gebraucht. Naja, hab ich ein Jahr gebraucht. Wegen auch der Zeit. Und ich möchte halt versuchen, so schnell wie möglich zu machen. Ne? So, lila Mütze Rutsch Party. Ich würde sagen, wir machen noch diese Mission. Und dann war es, glaube ich, auch für den Part heute. So, let's go. Zum Glück ist ja keine Zeit, sondern man braucht 100 Münzen. Okay, fangen wir an. Let's go! Oh mein Gott, einfach direkt Münzen verkackt, scheiße. Nein, Alter, wie scheiße bin ich? Nein, geht doch nach links, du! Die Mission habe ich verkackt, safe. Es sei denn, es sind mehr als 100 Münzen da. Das wäre super. Okay, wollen wir mal sehen. Hier sind auch doppelte. Das ist auch sehr schön. Das sieht man doch gerne. Lila Münzen, 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 diesen einfach abfucken, ja, und diese Scheißwegler sind auch noch da und es haben 8 Münzen gefehlt. Digga, es haben echt nur 8 Münzen gefehlt. Das war echt gut. Aber komm, zweite Runde. Das kriegen wir hin, Mann. Das kriegen wir hin. Let's go! Und wieder ein paar Münzen verkackt. Naja, nur eine bisher. Oh, gut. Gut, 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 gut. Das ist extrem gut. So. Sehr schön. Fuck. Ich liebe es nicht. Lila Münzen sind so scheiße, aber ich muss machen diese Mission, damit ich Bowser in den Arsch treten kann. Ich brauche ja viele Sterne und die meisten sind mit lila Münzen. Münze, 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 lila Münze, 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 Münze. Ich kann gar nicht singen. Wieso tue ich das an 100 Münzen zusammen? Wie hat's euch gefallen? Mir nicht. Zum Glück habe ich ja für Kopfhörer auf. Gut, wir haben die einfach die lila Münzenmission beendet. Sehr schön. Somit ein Schabernack-Kometen eingesammelt. Ich weiß nicht, ob es noch einen zweiten geben wird. Das wird jetzt gleich die Statistik gleich beweisen. Mal sehen. Okay, es gibt kein Schabernack-Kometen. Für das Level. Nicht für Welt 3. Bei Welt 3 gibt es ja noch welche. Das machen wir nämlich beim nächsten Part. Danke für auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ja, wir werden uns auf jeden Fall beim nächsten Video sehen. Und auf jeden Fall möchte ich euch daran erinnern, dass ihr ATTV-Fragen schreiben sollt. Das natürlich unter dem ATTV-Video, sonst ist es ungültig. Auch die Regeln bitte anhören, bla bla. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, Leute.